gehört von den schönen Autos zu den noch schöneren Frauen. Aber auch da ist es ja so, dass es nicht nur aufs Äußere ankommt, sondern vor allem auf das, was drin steckt. So eine richtige Powerfrau darf ich jetzt bei uns begrüßen, die frisch gekürte bayerische Bierkönigin Tina Christin Rüger aus Kronach. Die erste bayerische Bierkönigin, die aus Franken kommt. Herzlich willkommen, Tina. Schön, dass du bei uns bist. Reingestürmt ins Studio, fast nicht geschafft, noch auf der Autobahn hängen geblieben. War schon ein aufregender Tag. Keine 24 Stunden ist es her, ne, dass du gekürt bist. Das ist richtig, Wahnsinn. Der Tag war dafür schaust aufregend. Du wirklich noch toll aus. Das ist schon mal ein guter Anfang für deine Zeit als Bierkönigin. Ich nehme an, wir gucken uns mal die Bilder von gestern Abend an. Es muss ein unglaublicher ganz viele Augenblick. Freunde und Bekannte dabei gehabt. Ja. War das eher eine Hilfe oder sag mal, oh Gott, da bin ich ja noch nervöser. Nee, also ich habe mich schon natürlich auch unglaublich stolz auf dich. Du bist ja Rettungsassistentin, fährst im Feuerwehrauto durch die Gegend, hilfst den Menschen, eine ambitionierte junge Frau. Werden die denn überhaupt nicht irgendwie aus einem Brauereihaushalt kommen? Die ist aber da als Oberfränkin, oder? Die ist auf jeden Fall gegeben, nicht nur, weil ich eine geborene Oberfränkin bin, sondern ich bediene seit Liebe über Tina, 10 Jahren bei uns. Wir wünschen dir ein erfolgreiches und erlebnisreiches Jahr. Das machst du bestimmt ganz großartig. Und natürlich, dass du vielen Menschen in aller machst. Welt, wo du ja hingehst. Mehr zur Wahl der bayerischen Bierkönigin gleich in der Abendschau im Anschluss. Und bis dahin schauen wir noch, ob die Sonne auch so weiter strahlt wie hier unsere bayerische Bierkönigin, unsere neue.